liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Kadises TV, herzlich willkommen. Ich bleibe noch beim sechsten Gebot, also dem Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen. Gestern habe ich Ihnen erzählt davon, was es bedeutet, die Ehe in eigentumsrechtlichen Kategorien zu denken und das dann auch nochmal in einer patriarchalen Asymmetrie. Die Frau gehört dem Mann, der Mann aber nicht der Frau. Ich habe Ihnen dann auch das Hohelied aus dem Alten Testament schon mal angedeutet. Hier steht es ja ganz deutlich. Der Geliebte ist mein, sagt die Braut. Und ich bin sein. Er weidet in den Lilien, wenn der Tag verweht und die Schatten wachsen. Komm, du mein Geliebter. Oder hier des Nachts auf meinem Lager, so die Braut, suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Aufstehen will ich, die Stadt durchstreifen, die Gassen und Plätze ihn suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Mich fanden die Wächter bei ihrer Runde durch den Stall. Habt ihr ihn gesehen, den meine Seele liebt? Kaum war ich an ihn vorüber, fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich packte ihn, ließ ihn nicht mehr los, bis ich ihn ins Haus meiner Mutter brachte, in die Kammer derer, die mich geboren hat. So, also das ist ein Gedicht über eben das Liebesspiel des Suchen und Findens. Es gibt dann umgekehrt dann auch die Preisgesänge des Bräutigams auf die Braut. Das ist eine Stelle, die immer gerne vorgelesen wird, wenn dann im Evangelium vorgelesen wird, die Geschichte von Maria von Magdala. Nämlich, die sucht auch den, den meine Seele liebt, nämlich den Jesus, der nicht mehr im Grab ist, obwohl sie ihn mit Salben und Spezereien pflegen möchte. Also eine liebende Frau, die den Mann, den sie geliebt hat, sucht und nicht findet. Ich suchte ihn und fand ihn, dann fragt sie, sie haben meinen Herrn weggenommen, wo ist er, wohin habt ihr ihn gelegt? Und mich fanden die Wächter, in dem anderen Fall natürlich dann der Geschichte aus dem Johannesevangelium, mich fand ein Gärtner, der gerade unterwegs war, und dann fragte ich auch, wo hast du den gesehen, der meine Seele liebt? Und sagt der Gärtner, Maria. Und dann erkennt sie ihn. Und dann will sie ihn packen. Ich packte ihn, ließ ihn nicht mehr los. Und dann sagt Jesus, da wäre dann der Unterschied, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater und zu eurem Vater. Aber es ist eben die Sprache der Liebe. Und übrigens noch gar nicht ehelich. Das ist ja im Grunde genommen das Spiel der Liebe, das dann hin zur Ehe führt. Zur Auserwählung des einen, den meine Seele liebt. Und hier kommt etwas zum Ausdruck von dem, was eben ein Liebesverständnis beinhaltet, das dann in eine monogame Treuebeziehung hineinführt. Du bist mein und ich bin dein. Im Griechischen gibt es drei Worte für Liebe. Vielleicht kann ich Ihnen das zum Abschluss auch nochmal andeuten. Die drei Worte lauten Agape, Philia und Eros. Agape ist die Liebe der Caritas, also der Fürsorge für das Schwache, für die Armen, für die Kranken, also diese sich hingebende Liebe, die sich sorgt um den anderen oder die andere Person. Dann gibt es die Philia, das ist die Freundschaft. Ich glaube, dass viel in Liebesbeziehungen auch mit Freundschaft zu tun hat. Sozusagen Schulter an Schulter stehen und gemeinsam eine Aufgabe haben. Gerade wenn Eltern Kinder haben, stehen sie auch auf Schulter an Schulter dem Kind gegenüber. Und dann gibt es eben den Eros. Der Eros, das ist dieses Auge in Auge, das Angezogensein vom anderen Menschen. Und dieser Eros wird eben auch in der Bibel gepriesen. Und führt hin in diese Betonung des Monogamen, wenn sie dann auch gerade auf Gott übertragen wird, der eben auch eine Sehnsucht hat nach seinem Volk. Ja, freuen Sie sich daran, dass es diesen Eros gibt und dass er in die tiefe Beziehung hineinführen kann, in der der andere wirklich mein wird und ich dem anderen sein werde. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.